Eine Schere. Also wir befinden uns auf jeden Fall noch in der Dingens hier. In der Kleiderei hier, keine Das Ahnung. nehme ich Was für ein mit. Ding? Kleiderladen. Kleiderei, genau. Echt ein bisschen von der Rolle, glaube ich. Okay, hier haben wir Nahrung, das schauen wir uns auch mal rein, plus Fokus. Nochmal. Hier haben wir einen Lichtschalter. So gefällt uns das schon besser. So, wo kommen wir hier rein? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal durch. Ach, jetzt sind wir hier wieder im Flur, wo wir gerade schon waren. Okay, da, so, dann geht's jetzt an nach unten. Okay, ja, hier wird es wahrscheinlich großartig auch nichts mehr geben. Außer noch ein paar Dinger. Ein bisschen Kohle machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier alles schön zu durchsuchen und alles mitzunehmen. Definitiv. So, da haben wir auch noch was. Hier die Schubladen noch. Achso, die hatten wir ja gerade. Oha, oha. So, noch ein Büchlein. Arbeitsmappe. Da wird wahrscheinlich wieder irgendein Code drin stehen. Wahrscheinlich um den Safe hier noch zu knacken, falls da noch ein Zahlenschloss hinterliegt, man weiß es nicht. Das sehen wir jetzt. Oder? Nein. Okay. Tut mir leid, diese Hand ist kein Handschuhmodell mehr. So, jetzt müssen wir irgendwo noch rauskommen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Okay, wir gucken mal, dass wir hinten wieder rausgehen. Okay, hier liegen sie noch alle. Haben wir ganze Arbeit geleistet, definitiv. Und da haben wir es geschafft. Jawohl, den nächsten Kundenauftrag fertig. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Führe 5 Taschen Diebstähle aus. Ja, haben wir einfach mal nicht gemacht. Oh, wir haben zwei Beutestücke vergessen. Auf jeden Fall haben wir schon mal alle Sammlerstücke, das ist schon mal sehr viel wert. Und ja, dann machen wir mal weiter. Ja gut, unentdeckt geblieben sind wir alles definitiv schon mal nicht, ne? Nachdem wir da alle Wachen weggeknüppelt haben und alle Leute. Also von daher. Aber das ist auch nicht schlimm. Hauptsache, wir haben alle Sammlerstücke und haben den Auftrag abgeschlossen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir wieder zurücklaufen. Gucken, ob die neue Aufträge haben oder ob wir in der Story weitergehen. Und dann praktisch die ganzen Nebenmissionen, Nebenaufträge dann alle nochmal am Ende machen. Gucken wir mal kurz Karte ansehen. Haben wir denn noch was hier? Hier noch was? Gemälde zu stehlen, okay. Da ist die Rattenkönigin. Oder Bettlerkönigin, wie auch immer. Oder? Ja, Königin der Bettler. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Händler. Da werden wir jetzt erstmal als erstes hingehen. Zu dem Händler. In welche Richtung war der denn jetzt? Okay, links auf jeden Fall erstmal her. Okay, hat sich erledigt. Da kommen wir nämlich schon mal nicht her. Oh, hier liegt noch ein Brief. Brief mit letzter Warnung. Aha. Dann schleichen wir uns hier einfach mal entlang. Gucken, dass wir hier wieder direkt hochkommen, um dann das Viertel wieder zu wechseln. Oh, das wäre fast einmal zu weit gewesen.
Ja, komm schon. Und wieder ein Ladebildschirm. Ich bin diese Dinger echt so langsam leid. Weil manchmal ist das ja ganz gut. Wenn wir ein Ladebildschirm haben, dann können wir auch mal durchschnaufen. Aber ganz ehrlich, so bei diesem Fensterwechsel, bei diesem ja, Viertelwechsel, irgendwann ist es auch ein bisschen nervig. Wobei es ja uns auch in gewisser Art und Weise zeigt, dass wir einfach richtig sind. Aber alles andere ist da echt überflüssig. Oh nee, da müssen wir nicht her, wir müssen hier durchs Fenster durch. Blabla, ich tu so, als hätte ich Ahnung und nur Idioten. So, okay, wo ging es denn jetzt weiter? Ich bin schon wieder völlig von der Rolle hier. Sind wir hier? Ich glaube, links mussten wir her. Hier, glaube ich. Oh, was ist das denn? Da gerade irgendwas gescheppert. Scheiße, da kommen zwei Wachleute. Boah, da haben wir ja mal gerade richtig Glück gehabt. So, Karte ansehen. Ja, ist die Frage, kommen wir da jetzt so hin oder nicht? Ich befürchte nämlich nicht, dass wir dorthin kommen. Okay, hier war noch eine Ratte. Ja, du brauchst was zu trinken. Ich brauche einfach nur ein Weg hierher. Komm. Bin einfach mal K.O. geschlagen. Jetzt mal mit Hacken das hier runter. Und erstmal ab zum Händler. Jawohl, der verkrüppelte Burik. Und dann unsere Pfeile erstmal wieder aufrüsten. Denn wir haben nämlich kaum noch welche, glaube ich. Wir haben ordentlich Pfeile durchgehämmert. Heute, das ist, naja. Aber ich meine, dafür stehlen wir ja auch alles Mögliche. Damit wir einfach ordentlich wieder Kohle kriegen. Dass wir sie dann im Endeffekt beim Händler wieder einfach wieder ausgeben können. Ne? Ich meine, so ist das halt. Jawohl. So. Die Pfeile haben wir hier. Ah, wir haben nur 607 Gold. Ach du meine Güte, jetzt müssen wir mal eben kurz überlegen. Hier, wir haben noch vier Feuerpfeile. Ein Erstickungspfeil, okay. Die benutzen wir kaum. Mohn. Werden wir definitiv immer brauchen. Boah, Explosionspfeile, boah, die sind so teuer. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich den wahrscheinlich gar nicht benutzt. Ach komm, wir können die Taschen aber mal wieder komplett voll machen hier. Das, da reicht die Kohle noch für. Jawohl, so. Dann Werkzeuge und Upgrades. Können wir uns natürlich nichts von erlauben. Hilfsobjekte. Grinsesalz erhöht den Gesundheitszuwachs durch den Verzehr von Nahrung. Und verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Ah, dann könnten wir eigentlich das hier nehmen. Das Grinsesalz, jawohl. Und haben wir jetzt nur noch 4 Gold. Ist zwar nicht viel, aber wir haben auf jeden Fall erstmal wieder aufgerüstet. Und, Zeitung. North Crest umgebrochen. Richtig. Wir sind gute Bürger. Können wir hier eine Aufträge gibt's hier nicht. Darauf trinken sie auch. Dann geht's hier jetzt erstmal wieder raus. Und, was hätten wir denn dann in der Richtung? Achso, die Königin der Bettler. Stiehl das Gemälde, okay. Das wird unser nächstes Ziel sein. Wir gehen raus und schauen dann mal, ob wir jetzt gleich links herlaufen können oder ob wir irgendwo rechts her müssen, praktisch zur Königin der Bettler. Hinter uns geht es natürlich nicht her, so wie ich das schon vermutet habe. Sprich, wir sind hier falsch. Müssen uns nochmal durch den Ladebildschirm quälen. Und auf der anderen Seite von dem Laden hier raus.
immer diese verwinkelte Stadt hier, das ist... Also ich werde mit der Stadt hier einfach nicht warm, ganz ehrlich. Ach, warte mal, jetzt sind wir doch auch hier unten. Aber hier gibt's natürlich nichts. Nee, okay. Im Namen von Orion, genau. So, da sind wir endlich raus und jetzt, okay, mal gucken, ob wir da herkommen. Ich wage es zu bezweifeln. Hier einfach mal hoch. Ah, okay, hier oben können wir auch noch weiter. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Hier entlang. Hier entlang. Ah, ist ja gut hier. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein Gemälde stehlen. Okay, da haben wir noch einen Schacht. Warum läuft denn jetzt diese krasse Mucke hier? Das verstehe ich nicht. Er wird uns wahrscheinlich irgendwo eine Wache von unten gesehen haben. Das ist sicher. So, den Auftrag haben wir auch noch abgeschlossen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Mal schauen, wo wir hier entlang kommen. Vor allem, man sieht ja einfach gar nichts. Okay, dann sind wir hier. Gehen wir einfach mal hier runter. So, wo sind wir denn jetzt? Karte. Okay, wir haben die Kundenaufträge soweit auf jeden Fall erstmal fertig. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ziele. Bringen die mechanische Hand zu Hector zurück. Ah. Ja, das sollten wir natürlich definitiv als erstes erstmal machen. Die nach Hector zurückbringen. Da kommen wir nicht her. Das heißt, wir müssen hier erstmal runter. Ah, jetzt müssen wir aber wieder über diesen verkackten Markt hier drüber. Stellt sich jetzt nur die Frage, kommen wir denn da hinten überhaupt noch her? Dann sprinten wir jetzt einfach hindurch. Und hoffen einfach, dass es gut geht. Komm schon, Baby. Komm, 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 komm. Lauf, lauf, lauf. Jawohl, das haben wir einfach mal geschafft. Einmal mal ganz elegant dran vorbeigerannt. Und allein gerade eine halbe Herzattacke hier vom ganzen Sprinten. Und haben Hector erreicht. Das sieht sehr gut aus. Mal schauen, was er jetzt Nettes für uns hat. Ihr seid zurück. Etwas Zeit kann ich erüben. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Oh, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meister Eben. Wohl verdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit einem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Schweigen ist Gold. Hector hatte einen Dieb angestellt, um den Kehlkopf des Automaten zurückzustellen. Doch der wurde erwischt und baumelt nun vermutlich am Galgen. Ich muss ihn aufspüren und das wertvolle Stück finden. Es muss sein. Ohne meinen Metall. Ja, komm, wir nehmen den Auftrag an. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Alles klar, das machen wir. Ah, ihr seid's. Immer wieder gerne. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Ja gut, okay. Ich dachte, wir könnten hier eventuell noch irgendwas kaufen oder sowas. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Und in der nächsten Folge werden wir dann diesen Kehlkopf besorgen. Und mal schauen, wie das Ganze funktionieren wird. Ob wir uns da durchschleichen oder doch mit voller Gewalt da reingehen. Das werden wir sehen.
Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao mit V. Gruß, euer Latte.